Mama und Papa hatten versucht, es ihr so schön wie möglich zu machen, aber es half alles nichts. Dieses Weihnachten war und blieb traurig. Marlin war den Tränen nah. Plötzlich tat sich etwas mit dem leuchtenden Weihnachtsbaum. Es war, als würde er erbeben. Nadeln fielen zu Boden und die aufgehängten Sachen schaukelten. Und dann erklang Musik. Eine kleine silberklare Stimme sang eine Melodie. Marlin setzte sich im Bett auf und starrte den Weihnachtsbaum an. Das war ja der Gipsengel, der da sang. Er hing nicht mehr an seiner Schnur, sondern saß auf einem der oberen Zweige. Von all den anderen Zweigen kamen nun kleine Figuren geklettert und gekrabbelt. Das rote Schweinchen, der Pfefferkuchenmann, der Strohbock und die Wollwichtel. Und wie ein farbensprühender Streif flog der Weihnachtsvogel mit einem Schwarm kleiner Dompfaffen im Gefolge zur Spitze hinauf. Alle wollten sie ganz nahe beim Weihnachtsengel sitzen und drängelten und schubsten sich gegenseitig. »Beruhigt euch«, bat der Engel, »wir wollen jetzt alle zusammen singen.« Und dann begannen sie zu singen. »Das Schwein singt falsch«, rief der Strohbock, »es verdirbt unseren Gesang.« »Genau, es soll still sein, wenn wir anderen singen«, meinte der Pfefferkuchenmann. »Aber nicht doch. Alle sollen singen«, sagte der Engel. »Wenn das so ist, möchte ich nicht mitmachen«, schnaubte der Strohbock. »Dann sieh zu, dass du runterkommst«, sagte das Schwein und versetzte ihm einen Stoß, dass er einen Purzelbaum schlug und auf den Zweig darunter landete. Und nun zankten sich alle, dass die Zweige schaukelten. »Nein, hört auf, bitte«, rief der Engel. Er stand am äußeren Ende eines schwingenden Zweiges und hielt sich an einer der Kerzen fest. Das bodenlange Kleid wallte ihm um die Beine und er war kreidebleich vor Schreck. »Wenn ich schon das ganze Jahr darauf gewartet habe, singen zu können, dann singe ich auch«, sagte das Schwein entschieden und stimmte einen höchst eigenen Gesang an. »Es singt jedenfalls nicht schlechter als du«, fauchte der Weihnachtsvogel und flog den Pfefferkuchenmann zu, um mit dem Schnabel auf ihn einzuhacken. Die Wollwichtel warfen sich alle zusammen auf den Weihnachtsvogel, wobei der Zweig so heftig ins Schwanken geriet, dass der kleine Engel den Halt verlor und abstürzte. Es ging alles so schnell, dass er die Flügel erst ausbreiten konnte, als er schon mitten im Fall war. Doch da war es zu spät. Mit einem Plumps schlug er auf dem Fußboden auf und zerbrach in 1000 Stücke. Da sprang Marlin aus dem Bett. Sie beugte sich über die Gipsscherben auf dem Boden und sah sofort, dass der Engel unmöglich zu reparieren war. »Seht nur, was ihr angerichtet habt«, rief sie. Die Weihnachtsbaumfiguren auf ihren Zweigen verhielten sich jetzt vollkommen still. »Der wunderschöne kleine Weihnachtsengel«, schluchzte Marlin. »Ach, dieser Heiligabend ist so schrecklich. Vielleicht kann der Hausgeist ihn reparieren«, schlug der Strohbock vorsichtig vor. »Wo ist er denn zu finden?«, fragte Marlin. »Wahrscheinlich sitzt er draußen auf der Treppe und isst seinen Milchreis«, vermutete das Schwein. Marlin zog ihren Bademantel und ihre Pantoffeln an. Sie ging zur Haustür, öffnete sie einen Spalt und spähte hinaus. Überall lag tiefer Schnee, auf dem Hof, auf dem Stalldach und auf dem Dach von Papas Werkstatt. Er funkelte im Mondschein.